Meine Damen und Herren, ich darf etwas über gutes Geld Ihnen erzählen. Und das hat natürlich etwas auch damit zu tun, was ich aktuell publiziert habe. Insofern kann man hier zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. 2009, im Herbst 2009, saß ich mit einem Vorstandsvorsitzenden einer Bank zusammen und er sagte mir zur aufkommenden Finanzkrise: Herr Schäffler, es gibt drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist sparen, die zweite Möglichkeit sind Steuern erhöhen und die dritte Möglichkeit ist ein Schuldenschnitt. Soweit war ich noch d'accord mit ihm und dann sagte er, ja, aber die ersten beiden Möglichkeiten, das sind die unwahrscheinlichsten. Und da habe ich damals gedacht, naja, wenn das schon in der Mitte, sag ich mal, der Finanzwelt angekommen ist, dann ist es doch viel dramatischer, als das gemeinhin tagtäglich in den Zeitungen zu lesen ist. Und das zeigt mir eben, dass alle in ihrem Hamsterrad sich befinden und in ihren Quartalsberichten, in ihren Vorstandsvergütungssystemen und dass das eigentlich im Kern die eigentliche Krise verdeckt. Und deshalb möchte ich Ihnen ein Stück weit zu den Ursachen erst was sagen, bevor ich zu gutem Geld komme. Die wesentliche Erkenntnis, finde ich, in der jüngeren Geldgeschichte ist, dass die Blasen an den Finanzmärkten und insbesondere in den Aktienmärkten enorm zugenommen haben. Und das kann man hier an dieser Folie sehr schön sehen. Nummer 16 war die Weltwirtschaftskrise 1929. 1987 war dann der Schwarze Montag, wo die Börsen innerhalb von einem Tag, der Dow Jones, also der größte amerikanische Index, innerhalb von einem Tag fast 25% gesunken ist. Und die Erkenntnis ist, dass diese Auf- und Abs in den Börsen in den letzten Jahrzehnten eben ganz enorm zugenommen haben gegenüber der historischen Betrachtung davor. Und die Frage ist, woran liegt das? Und ich glaube, das liegt im Wesentlichen eben damit zusammen, dass die Notenbanken letztendlich über ihre Zinspolitik billiges Geld indirekt produzieren. Und das Produzieren von Geld funktioniert in unserer Finanzwirtschaft eben nicht dadurch, dass Herr Draghi an der Geldpresse sitzt oder einen Stempel hat, wo er jeden Tag Geld stempelt, sondern Geld wird eigentlich in unserer Gesellschaft oder in unserem Wirtschaftssystem durch die Banken produziert, indem sie auf den Knopf drücken, indem sie Geld produzieren, Kredit produzieren. Und dies wird mittelbar eben durch die Notenbankpolitik, unter anderem durch die Zinspolitik der Notenbanken angeregt. Und Sie sehen, dass es eben einen historischen Abfall der Zinsen durch die Notenbanken gibt, aller großen Notenbanken. Das ist hier eine Zusammenfassung der Zinsen der großen Notenbanken auf dieser Welt. Und Sie sehen, wir sind, wie Sie sicherlich auch wissen, inzwischen bei Null angekommen. Und jetzt sind die Notenbanken ein Stück weit mit ihrem Latein am Ende und gehen von einer sogenannten konventionellen Geldpolitik zu einer unkonventionellen Geldpolitik über, indem sie neue Begriffe schaffen, die Sie auch in der Tageszeitung jeden Tag lesen. Aber letztendlich geht es darum, dass die Notenbanken eben mit dem reinen Zinsmechanismus nicht mehr das erreichen können, was sie wollen. Denn in der Logik der Retter, der Geldretter, gibt es den Zusammenhang. Sie sagen, die Kreditvergabe ist die Voraussetzung dafür, dass Investitionen entstehen und Investitionen sind die Voraussetzung dafür, dass Arbeitsplätze entstehen, dass Wachstum entsteht, dass Steuereinnahmen generiert werden und eben auch Sozialversicherungsbeiträge generiert werden, die mittelbar dann zu einer Entschuldung oder zu einer Rückführung der Schulden des Staates führen. Und diese Illusion, der ist man letztendlich beraubt, wenn man die jüngsten Entwicklungen sieht. Denn in den letzten 7 Jahren, seit Ausbruch der jüngsten Finanzkrise, ist die weltweite Verschuldung ganz massiv angestiegen. Der Anteil
oder das Volumen an Anleihen, also an Staatsanleihen, an Anleihen von Banken und Unternehmen, hat sich in den letzten 7 Jahren von 70 Billionen US-Dollar auf 100 Billionen US-Dollar ist gesteigert. Und obwohl alle eigentlich den Eindruck haben, und nicht alle, die hier sitzen vielleicht nicht, aber dass viele in der Gesellschaft den Eindruck haben, es ist doch noch mal gut gegangen und wir sind wieder in ruhigeren Fahrwassern. Zumindest war das bis vor einigen Wochen noch allgemein die Meinung in diesem Land und auch darüber hinaus. Man hat eigentlich Anfang des Jahres, wenn Sie sich an die Schlagzeilen Anfang des Jahres in den deutschen Medien erinnern, da ist man eigentlich von einem sehr guten weltweiten Konjunktur ausgegangen, auch vor einer guten Entwicklung unter anderem des deutschen Aktienindex. Alle haben eigentlich geglaubt, es geht unvermindert entsprechend weiter. Aber die aktuelle Entwicklung zeigt eben, dass die Einschläge ein ganzes Stück kürzer sind. Und das kann man eigentlich auch in der jüngeren historischen Geschichte durchaus nochmal auch mit belegen. Bis zum Ausbruch der Krise ist eben das weltweite Wachstum oder sagen wir das Wachstum in Amerika und dann im Euroraum im Kern durch eine Ausweitung der Geldmenge und der Kreditmenge erkauft worden. Und wenn Sie hier links in der Folie schauen, als es dann runterging, hat letztendlich die amerikanische Notenbank mit dem Ankauf von Staatsanleihen und von Immobilienkrediten dafür gesorgt, dass die Blase eben sich nicht zum Guten korrigiert, sondern entsprechend sich eben dann wieder entwickeln konnte. Und in Europa ist es natürlich ähnlich. In Europa hat man quasi den Aufschwung in Spanien oder in Griechenland oder in Zypern bis zum Ausbruch der Krise im Kern über Kredit, über billiges Geld finanziert. Sie sehen, dass in Spanien sind die Immobilienblase in Spanien ist im Kern eine kreditbasierte Blase gewesen, die einen Immobilienboom in Gang gesetzt hat, der sich jetzt halt korrigieren will. Und wie man das in solchen Phasen dann auf politischer Seite immer macht, versucht man es letztendlich durch Interventionen, durch Bilanzierungstricks, durch staatliche Stützungsmaßnahmen, diesen Verfall der Immobilienwerte in den Griff zu bekommen. Aber die Immobilien braucht trotzdem keiner in Spanien und die sind trotzdem unvollendet, aber trotzdem alle finanziert durch die entsprechenden Banken. So, die Folge ist, dass die Notenbanken darauf eigentlich mit einer Ausweitung ihrer Notenbankbilanzen reagieren, indem sie im Kern Zentralbankgeld den Banken zur Verfügung stellen, damit diese eben zusätzlich Kredit in Umlauf bringen können. Und Sie sehen die untere gestrichelte Linie, das ist die EZB. Sie sehen, das geht zurück. Und das ist im Kern die Ankündigung jetzt von Herrn Draghi, der sagt, das muss jetzt wieder auf den Peak zurück. Und deshalb hat er jetzt angekündigt, und er macht es ja auch schon, dass er Kreditverbriefungen und Pfandbriefe europäischer Banken aufkauft. Und es gibt ja jetzt schon die ersten Gerüchte wieder, dass das nicht ausreicht, das auf das alte Niveau zu hieven, sondern dass er auch Staatsanleihen aufkaufen muss, damit die Notenbankbilanz entsprechend wieder auf das alte Niveau von 2013 zurückkehrt. Das heißt, wir leben nach wie vor in einer sehr unsicheren Situation. Und Sie sehen auch wenn man das historisch betrachtet, sind die Unternehmenswerte eben nach wie vor auf sehr, sehr hohem Niveau. Wenn Sie das ist eine Folie, die in Amerika die Fundamentalwerte im Vergleich zieht zu den Aktienbewertungen an der Börse. Und da sehen Sie, dass wir fast auf dem Niveau sind der Dotcom-Blase, aber zumindest auf dem Niveau, als die Subprime-Blase geplatzt ist. Also es hat sich eigentlich nichts verbessert. Die Frage ist, was hat das eigentlich für Folgen, dieses billige Geld? Wozu führt das eigentlich? Und da gibt es ja unterschiedliche Szenarien, die öffentlich auch gezeichnet werden.
Die einen meinen, das führt zum großen Crash, zum großen Schuldenschnitt, zum Zusammenbrechen des weltweiten Währungssystems oder unseres eigenen. Das glaube ich jetzt kurzfristig nicht. Was langfristig ist, weiß ich nicht, aber kurzfristig glaube ich das nicht, sondern es hat eigentlich eine ganz andere Wirkung. Ich glaube nämlich, dieses billige Geld führt zu einem steigenden Interventionismus. Es verändert im Kern eine Wirtschaftsstruktur. Immer dann, wenn Banken gerettet werden, reagiert der Staat mit neuen Regeln. Ja, mit neuen Regeln für die Banken selbst, für die Kunden der Banken, für die Unternehmen, die Konten bei Banken haben. Und das führt eben ja, zu einer Interventionsspirale, wo eine Regelung die andere jagt. Und darauf reagieren natürlich die Unternehmen entsprechend und versuchen, auf diesen Interventionsprozess Rücksicht zu nehmen. Ja, und versuchen eben noch mehr Lobbyisten anzustellen, die auf diesen Gesetzgebungsprozess Einfluss nehmen, damit dieser für sie erträglich wird. Und es führt natürlich zu einer Schuldenwirtschaft. Das, was billig ist, wenn etwas billig ist, kann man sich mehr davon leisten. Und das erleben wir eben bei Unternehmensübernahmen. Ja, wir haben jetzt wieder Phasen von größeren Unternehmensübernahmen, auch von größeren Börsengängen von Unternehmen. Wenn Sie Zalando oder Rocket Internet schauen in Deutschland, das erinnert mich sehr stark an diese Börsenphasen oder diese Börsengänge in der Dotcom-Blase mit EMTV und anderen. Es findet eben sehr viel Fantasie plötzlich in der Börse statt oder an der Börse statt. Und es führt eben dazu, dass es einfacher ist, Schulden aufzunehmen, sich größere Immobilien zu leisten, dass der Staat auch einfacher seine Aufgaben finanzieren kann. Nur damit sind eigentlich so Dinge wie Rente mit 63 oder jetzt die Mütterrente oder all diese Annehmlichkeiten, die vielleicht früher viel, viel größere gesellschaftliche Auseinandersetzungen erzeugt hätten, eigentlich möglich. Der Finanzminister kann trotzdem einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen, weil er einfach durch die Zinssituation 15 Milliarden Zinsausgaben spart. Und deshalb kann man einfach viel, viel mehr versprechen. Aber es führt natürlich am Ende zu mehr Schulden auf allen Seiten. Und es führt zu mehr Zentralismus. Und da bin ich natürlich bei Europa. Denn es ist natürlich für viele Politiker ein großer Wunsch, mehr Macht zu bekommen. Und insbesondere auf europäischer Ebene. Ich glaube, die Euro-Krise wird im Wesentlichen davon getragen, dass die europäische Administration schlicht mehr Macht haben will. Also der neue EU-Kommissionspräsident Juncker, der will halt nicht am Katzentisch sitzen, sondern der will vorne sitzen. Ja, der will bestimmen, was Frau Merkel, Herr Hollande und andere zu tun haben und nicht umgekehrt. Und deshalb hat er ein großes Interesse daran, dass er eine eigene Staatlichkeit auf europäischer Ebene entwickelt, die ihm mehr Macht bringt, die ihm erlaubt, eigene Steuern zu erheben, sich selbst zu verschulden. Also dass er quasi auf Augenhöhe mit den anderen großen Mächten auf dieser Welt sich befindet. Und da haben in der Administration auch ganz viele ein Interesse, denn sie wissen, dass sie das auf klassischem Wege nicht durchsetzen können. Ja, Vertragsänderungen auf europäischer Ebene sind ja sehr kompliziert. Die sind auch in den Demokratien nicht so einfach durchzusetzen. Die sind ja mehrmals gescheitert in der jüngeren Geschichte. Das heißt, die wissen, man muss das anders hinbekommen. Und deshalb machen sie aus guten Nachbarn, Schuldner und Gläubiger und verquicken diese Frage so eng, dass am Ende kein Zurück mehr möglich ist. Und es führt eben zu einer Kungelwirtschaft. Das heißt, wenn die Industrie Einfluss auf die Politik nehmen will, dann führt das eben zu Konzentration in der Industrie.
im Bankensektor für die Krise heute schon dazu, dass wir weniger Banken haben. Ja, meine Volksbank im ostwestfälisch-lippischen Schlangen mit einer Bilanzsumme von 170 Millionen Euro. Ja, da denkt sich der Vorstandsvorsitzende, wenn immer neue Regeln kommen, was mache ich jetzt? Ja, jetzt muss ich schon der EZB, jetzt muss ich schon der Bundesbank berichten, dann muss ich der BaFin noch berichten und jetzt muss ich kostenlos noch der EZB berichten und noch der Europäischen Bankenaufsicht vielleicht berichten. Ich brauche immer neue Leute, die quasi nur bürokratisch administrieren müssen, aber kein Geld verdienen. Und dann hat er eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Er kann den Laden schließen oder fusionieren. Und so geht es natürlich nicht nur der Volksbank in Schlangen, sondern so geht es inzwischen ganz vielen mittleren und kleineren Instituten. Und die haben nur die Möglichkeit zu fusionieren und sich zu größeren Einheiten zusammenzuschließen. Und die Folge ist, wenn sie das immer weiter tun, dann haben sie es irgendwann geschafft. Dann können sie die Hand heben und sagen, sie sind systemrelevant und den Staat und den Steuerzahler oder die Regierung und den Steuerzahler erpressen. Also das heißt, es hat eine Entwicklung, die zu Konzentration in den Märkten führt. Ja, eine staatlich gewollte Konzentration in den Märkten führt, wo es eben am Ende nur noch wenige Player gibt und eben die Markteintrittsbarrieren so hoch sind, dass gar kein Neuer in den Markt kommen kann. Das weiß man heute schon. Sie können heute schon keine Banken mehr gründen, so auf der grünen Wiese, sondern Sie können eigentlich Banken nur gründen, indem Sie einen Mantel kaufen, einer alten oder ausgedienten Bank und den übernehmen und da weitermachen. Das heißt, das ist natürlich für eine Marktwirtschaft ein Riesenproblem. Und es führt natürlich zu Steuererhöhungen durch unter anderem die kalte Progression, die ständig dazu führt, dass der Staat zusätzliche Einnahmen hat. Und es führt zu Überwachungsstaat. Das ist aus meiner Sicht eigentlich eine der bedenklichsten Entwicklungen. Mir ist das deutlich geworden. Ich war im Frühjahr diesen Jahres auf Zypern. Und in Zypern kennt man ja seit kurzem Kapitalverkehrskontrollen. Da ist es nicht mehr möglich, dass Sie als mittelständischer Unternehmer einfach Ihr Gehalt an Ihre Mitarbeiter auszahlen, sondern diese Gehaltszahlungen, die müssen vom jeweiligen, von der Notenbank genehmigt werden. Oder wenn Sie Geld vom Geldautomaten abheben, dann ist das auch nicht mehr so einfach möglich. Sie können maximal 200 Euro pro Tag abheben. Und diese Einschränkung des Bargeldverkehrs ist eine grundsätzliche Tendenz, die wir in Europa erleben. In Griechenland können Sie nur noch bis zu 1.500 Euro Bargeschäfte abwickeln. Ähnliche Regelungen gibt es in Italien, in Spanien, in Frankreich, in Skandinavien ohnehin. Und auch in Deutschland haben wir zwar keine so harten Regelungen, aber zumindest moralische Regelungen. Wenn Sie heute mit einem 500-Euro-Schein irgendwo bezahlen wollen, dann können Sie das zumeist nicht, weil derjenige das Geld nicht annimmt. Ich war neulich an der Tankstelle, da hing so, war so ein großer Aufkleber, wir nehmen keine 500-Euro-Scheine an. Wenn Sie, die Eltern werden sich daran erinnern, vor 20, 30 Jahren war das nichts Ungewöhnliches, dass man ja, in seine Stereoanlage oder sowas bar bezahlt hat, auch mit 1.000-Mark-Scheinen beispielsweise bezahlt hat. Das ist heutzutage nicht mehr möglich. Und ich glaube, dass Bargeld im Kern ein Stück weit auch gedruckte Freiheit ist. Es geht keinem was an, was ich mit meinem Geld mache. Ja, da gilt erstmal die Unschuldsvermutung und nicht das Gegenteil. Und es führt eben zur Enteignung der Sparer. Das ist im Kern der unausgesprochene Preis für die Bankenrettung auf der anderen Seite. Es führt dazu, dass die Sparer enteignet werden. Wir haben 90 Millionen Lebensversicherungsverträge in Deutschland, die alle in die Staatsschulden Europas und dieser Welt anlegen. Und wenn diese Staatsschulden nicht mehr verzinst werden, kann die Altersvorsorge nicht mehr Erträge abwerfen. Und da alle wesentlichen Altersvorsorgeprodukte heute in Staatsanleihen anlegen, also von der Lebensversicherung bis zum Riester-Vertrag, bis zur betrieblichen Altersvorsorge. Ja,
laufen wir da quasi auf eine sehenden Auges auf eine Katastrophe zu. Ist nur eine Frage der Zeit, bis Lebensversicherungen in Deutschland Schwierigkeiten bekommen. Darauf hat auch der Gesetzgeber reagiert. Er lässt inzwischen den Lebensversicherungen mehr Spielraum, wie sie die jeweilige Generation ihrer Verträge behandeln und beteiligt. Aber das geht natürlich nur eine gewisse Zeit gut. Und da die Niedrigzinsphase in absehbarer Zeit auch anhalten wird, ist das etwas, was am Ende eben ganz entscheidend ist für Demokratie und Freiheit in diesem Land. Denn wenn Menschen merken, sie haben ein Leben lang gearbeitet und sie haben es anders gemacht als ihre Nachbarn, die das nicht gemacht haben, indem sie nicht gespart haben, sondern indem diese Menschen eben was zur Seite gelegt haben, weil sie glauben, sie hätten mehr im Alter, dann führt das am Ende dazu, ist meine Vermutung, dass sie am Ende an Demokratie, Recht und Freiheit zweifeln. Sie fühlen sich am Ende betrogen von der Gesellschaft oder von den Politikern betrogen, von der Politik generell betrogen. Und das ist ein, wie ich finde, das eigentliche Risiko, was hinter dieser ganzen Geschichte steckt. Wozu führt das? Oder was passiert jetzt in absehbarer Zeit aus meiner Sicht? Ich glaube, in absehbarer Zeit werden wir insbesondere aus der Peripherie die nächsten Einschläge erleben. Nicht nur aus den Wachstumsmärkten dieser Welt, sondern eben auch aus der Peripherie in Europa. Das werden wir schon in kürzester Zeit sehen. Ich glaube, wir werden zwei Bereiche erleben. Das hat sehr viel mit dem zu tun, was an diesem Wochenende jetzt passiert, mit der Europäischen Zentralbank und ihrem Stresstest. Ich glaube, der Herr Draghi wird versuchen, diese Stresstestsergebnisse zu nutzen, um die Banken in Europa zu rekapitalisieren, also im Kern mit frischem Kapital auszustatten. Das macht er auf zwei Ebenen. Die eine Ebene ist, indem er die Papiere, die faulen Papiere aus deren Bilanzen aufkauft, damit die Banken wieder Luft haben, dass quasi ihr Eigenkapital geschont wird, sonst müssten sie das quasi abschreiben. Und das andere ist, er wird den Stresstest nutzen, damit die Staats- und Regierungschefs gezwungen werden, über den ESM, also den Europäischen Schuldenfonds, die Banken zu rekapitalisieren. Und rekapitalisieren meint, dass diese Banken verstaatlicht werden. Es ist nämlich eine neue Qualität, die dann plötzlich eintritt. Bisher war es so, dass über den ESM quasi Kredite, Bürgschaften, Darlehen an diese Länder gegeben werden, die sie dann irgendwann theoretisch zurückzahlen müssen. Ja, aber wenn direkt die Banken Geld bekommen, dann hat das eine neue Qualität. Dann führt das nämlich dazu, dass der ESM sich an diesen Unternehmen beteiligt. Und wenn er sich daran beteiligt, dann ist das letztendlich eine europäische Verstaatlichung des Bankensektors. Und das ist meine These, was jetzt in nächster Zeit passieren wird. Also wir werden eine neue Form der Intervention erleben. Und das ist eben, ja, selbst die, die den ESM damals unterstützt haben, müssen das heute ablehnen. Denn sie sehen, dass der ESM eigentlich das Einfallstor war, um ganz andere Arten der Intervention damit zu finanzieren, eben die Banken zu rekapitalisieren oder, wie Herr Juncker das vorgeschlagen hat, jetzt Straßen in Europa zu bauen, also ein gigantisches Investitionsprogramm dazu machen. Und ich glaube, dass die Krise über die Anleihenmärkte kommt. Ist mir noch mal so deutlich geworden, gestern war in der FAZ ein sehr schöner Artikel, der das noch mal beschrieben hat, dass eigentlich die Handelbarkeit von Anleihen enorm abgenommen hat. Sie können zwar Anleihen begeben als Staat und dann finden Sie natürlich immer auch eine nationale Bank, die diese Anleihen kauft, aber die nationale Bank wird sie nicht mehr los oder nicht mehr so gut los. Es gibt keinen so richtig funktionierenden Anleihenmarkt mehr. Und sag ich mal, wenn das stärker stockt als aktuell, dann haben wir plötzlich alle ein Problem und deshalb glaube ich, ist das ebenfalls eins der großen Risiken. Und drittens natürlich die Immobilienmärkte. Die Immobilienpreise steigen nicht nur in Deutschland, sondern in London, überall. In Amerika steigen die Immobilienpreise wieder an. Wir sind wieder nicht ganz auf historischem Niveau, aber sehr stark da. Und das ist immer ein Anzeichen dafür, dass es auch wieder weitergeht.
Was kann man tun? Ja, da will ich mit Hayek eben antworten. Ich glaube eben, ja, dass man in einer Marktwirtschaft, wo man auf Wettbewerb setzt, eben auch beim Geld Wettbewerb zulassen muss. Denn die Frage ist ja immer, wie kommt man von einem überschuldeten System, das eigentlich immer weitergeht, eigentlich in ein anderes System, in ein nachhaltigeres, ein dauerhaftes System. Und ich glaube, das gelingt nicht, indem man jetzt plötzlich neue Währungsordnungen am grünen Tisch zimmert und die totalitär versucht durchzusetzen. Sowas gelingt nach Kriegen, nach Weltkriegen. Gab es immer Änderungen der Währungsordnung, aber das haben wir ja zum Glück jetzt nicht und deshalb ist das auch nicht die Alternative. Deshalb halte ich auch wenig davon, jetzt zu sagen, wir müssen jetzt zu einem Nord- oder Südeuro oder sowas kommen, sondern besser wäre es eben, wenn man die Insolvenzen von Staaten und Banken in Europa zuließe und eher zu einer atmenden Währungsordnung innerhalb des Währungssystems kommt. Aber ich glaube, entscheidend ist eben, dass man den Wettbewerb zulässt und dass man nicht staatlicherseits versucht, diesen Prozess zu lenken. Und deshalb muss man schlicht anderes zulassen. Das ist eigentlich mein Übergangsmodell. Ich glaube, man muss eben im Kern anderes Geld zulassen. Und dafür muss der Staat nicht viel tun. Er darf es nur nicht diskriminieren. Er darf es nicht regulatorisch diskriminieren und er darf es nicht steuerlich diskriminieren. Wenn er anderes Geld genauso behandelt wie sein staatliches Geld, ja, dann würde sich in einer marktwirtschaftlichen Geldordnung eben das Beste durchsetzen. Und ich glaube, das wäre auch die beste Schuldenbremse. Wir versuchen ja in Deutschland die Schuldenbremse durchzusetzen, haben sie in die Verfassung geschrieben, aber wir werden sehr schnell feststellen, dass sie auch nicht funktionieren wird, weil die Länder sich nicht dran halten werden und es auch keine Sanktionsmöglichkeiten gibt gegenüber den Ländern. Deshalb war ich immer skeptisch, ob die Grundgesetzänderung wiederum sinnvoll ist. Aber wenn es privates Geld oder anderes Geld plötzlich an dem Markt geben würde und jeder die Möglichkeit hätte, jeden Tag sein Geld in gutes Geld umzutauschen, ja, dann würde sich in einer Marktwirtschaft gutes Geld durchsetzen. Und es würde gleichzeitig das schlechte Geld disziplinieren. Wenn der Staat keine Möglichkeit mehr hätte, mit seinem immer schlechter werdenden Geld sich zu verschulden, Anleihen zu emittieren, naja, dann wäre das der natürliche Anreiz, tatsächlich zu gutem Geld auch zu werden. Und das, glaube ich, ist das vernünftigste Modell. Und dafür gibt es auch schon entsprechende Entwicklungen. Nicht nur die Aktien ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, aber Gold ist ein gutes Beispiel. Es gibt noch nie, oder in der Nachkriegsgeschichte gab es noch nie so viele Goldhalter, private Goldhalter wie heutzutage. Wenn Sie vor 20 Jahren jemand gefragt hätten, er soll doch Teil seines Vermögens in Gold anlegen, in Goldmünzen anlegen, dann hätte der Sie für verrückt gehalten. Heute Der Anteil der privaten Goldhalter ist noch nie so hoch wie heute. Und das ist ein Ausdruck darin, dass die Menschen ja, diesem System in dieser Form nicht mehr trauen. Und trotz volatiler Goldpreise, meine These ist, der Goldpreis ist halt von den Notenbanken entsprechend manipuliert, weil sie kein Interesse daran haben, dass der Goldpreis ansteigt, weil er als Krisenindikator natürlich krisenverschärfend für die Retter wäre. Und deshalb wird da manipuliert. Aber dennoch führt das unterm Strich dazu, dass die Menschen weiter auf Gold setzen und auch Gold halten. Ähnlich ist es mit Silber und anderen Edelmetallen. Aber ich will am Schluss noch eben im Wesentlichen auf Bitcoin eingehen. Ich glaube, dass die virtuelle Währung Bitcoin eigentlich der erste wirkliche Großangriff auf das staatliche Geldmonopol ist. Es hat es noch nie gegeben, dass es sich eine weltweite Bewegung für ein virtuelles oder grundsätzlich für eine andere Geldart breit macht, gegen die der Staat eigentlich so richtig viel nicht machen kann. Er kann versuchen, sie über geregelte Märkte lenken zu lassen. Das versucht er auch über Regulierung der Anbieter dieser Märkte.
Aber tatsächlich ist Bitcoin ein unabhängiges Zahlungsmittel, was anonymisiert eben, weltweit eben eine Erfolgsgeschichte ist, trotz der Rückschläge, die diese Währung auch hat. Es ist ja einer der großen Marktplätze pleite gegangen und das hat natürlich auf den Kurs entsprechend Wirkung gezeigt. Aber nach wie vor gibt es eine sehr, sehr große Szene, die auch weiter wächst, die rund um dieses, um die Bitcoins eine ganze Industrie entstehen lässt, wo nicht nur Hasardeure unterwegs sind, sondern viel, viel vernünftige Leute. Und ich glaube, dass gerade aus liberaler Sicht Bitcoin eben insofern auch eine besonders attraktive Geschichte ist. Vielen Dank. Vielen Dank ist noch zu früh. Ich wollte zum Schluss noch sagen, ich glaube, dass bei aller Entwicklung, die wir weltweit hier sehen, auch mit diesem Interventionismus und die Folgen dieses billigen Geldes, es natürlich immer in solchen Phasen auch Gegenbewegungen gibt. Und diese Gegenbewegungen, Teile dieser Gegenbewegung sitzt ja hier. Und das sind eigentlich alles Freiheitsinseln, die mehr oder weniger autonom arbeiten. Und diese Freiheitsinseln, die sind eben von besonderer Bedeutung. Denn wenn man eine Gegenbewegung hin zu mehr Freiheit organisieren will, dann ist es notwendig, dass diese Freiheitsinseln irgendwann auch zu einem Kontinent sich entwickeln, dass wir uns stärker vernetzen und stärker austauschen. Und dazu dient unter anderem auch mein Projekt, was ich mit Clemens Schneider zusammen mache, Prometheus. Wir wollen eben die Stimme in Deutschland sein, die auch nach außen tritt und die diese Freiheitsinseln auch, diesen Freiheitsinseln eine Stimme in diesem Land geben. Vielen Dank. Wenn es jetzt rechtstheoretisch richtig ist, dass ein Recht immer nur dann eine Chance hat zu überleben, wenn dieses Recht von der Masse der Menschen auch akzeptiert wird, wenn also die Akzeptanz die Grundlage von Recht ist, dann ist Akzeptanz ja wahrscheinlich auch die Grundlage einer Geldordnung. Und wenn Geld nicht mehr so funktioniert, wie wir uns das wünschen und vorstellen, dann verliert das staatliche Geld seine Akzeptanz. Ist das dann eine Voraussetzung dafür, Privatgeldordnungen zu etablieren, in denen dem Staat, wie Hayek sagt, die Macht über das Geld entzogen ist? Insofern wären wir doch gar nicht so auf verlorenen Posten als Liberale, sondern könnten sagen, demnächst geht's los. Ich bin ja auch nicht so pessimistisch. Ich glaube, bei allem negativen Trend gibt es ja auch einen positiven Trend. Das habe ich ja am Schluss auch beschrieben. Es gibt 50 Hayek-Clubs in Deutschland. Ja, die Freiheitsfreunde, Students for Liberty und vieles andere mehr, das außerhalb des politischen Liberalismus, der ja auch wichtig ist, Herr Solms, aber nicht nur, eben sich außerhalb der Parteien entwickelt. Und wir haben ja erlebt, dass es nicht ausreicht, nur liberale Parteien zu haben, sondern es muss halt auch von einer gesellschaftlichen Bewegung getragen werden, damit es funktioniert. Und da müssen wir halt noch mehr tun. Da ist viel geleistet worden, aber da sind wir noch nicht am Ende. Und ich glaube, dass das eigentlich die Zukunftsaufgabe von uns allen ist, das zu organisieren, damit wir auch tatsächlich in ein paar Jahren vielleicht auch die Ernte dann erzielen. Jetzt noch eine technische Frage, jenseits aller Philosophie oder aller Akzeptanz- und Rechtsphilosophie, eine rein technische Frage. Wenn wir verlangen, dass der Staat, wer immer das ist, alternative Währungen zulässt, wie wird es denn dann organisiert werden können, dass dieser Staat seine Gelüste befriedigt, Steuern einzunehmen? Wenn ich heute im Gesetz lese, dass Geld das gesetzliche Zahlungsmittel ist, dann ist es ja sozusagen der staatliche Zwang, jede Transaktion zwischen zwei Menschen auch so zu übersetzen, dass dabei irgendeine Zahl herauskommt, nominal, die dann auch von den Finanzbehörden sehr einfach besteuert werden kann, indem ein Teil davon weggenommen wird. Wenn ich jetzt sage, ich bezahle nicht mehr in Euro, sondern ich bezahle in der neuen Währung
der Schaeffler-Unit oder wie Guido Hülsmann mal geschrieben hat, im Hülsmann oder in irgendeiner fiktiven Währung, die wir uns jetzt ausdenken, wie realisiert der Staat seine Beute daran, wenn wir nicht davon ausgehen, dass wir ihn sozusagen kommunistisch sofort überwunden haben, sondern dass es noch eine Zwischenphase gibt, wo wir mit dem Phänomen Staat noch leben müssen. Wie wird an dieser neuen Währung die Beute des Staates realisiert? Naja, es gibt ja dann Wechselkurse. Ja? Und das, als Hayek das formuliert hat, war das viel, viel schwieriger. Ja? Da gab es noch keine Smartphones, gab es noch keine Computer oder nur Computer, die groß waren wie dieser Raum. Das heißt, wir sind natürlich technisch viel, viel weiter. Sie können heute sekündlich eigentlich Kurse feststellen und das kann natürlich der Staat, wenn er Steuer einnimmt, genauso. Ja? Der kann auch Stichtage festlegen, an denen der Kurs festgestellt wird und das zur Grundlage seiner Entscheidung nehmen. Ich vermute mal, das wird in hochinflationären Ländern ja auch gemacht, also in Zimbabwe oder in anderen Ländern wird man ja auch irgendwie versuchen, dass man als Staat das am Ende irgendwie berechenbar hält. Also daran halte ich nicht für das zentrale Problem, auch im tagtäglichen Warenverkehr im Übrigen nicht. Denn es ist ja keiner gezwungen, mit Bitcoin oder mit anderen Einheiten zu bezahlen. Mir geht es ja nur darum, dass keiner daran gehindert wird, dass wir beide Geschäfte machen, eben in Bitcoin zum Beispiel. Ja? Keiner muss es tun, aber wir beide, wenn wir uns darauf einigen, warum hindert uns der Staat daran? Ja, sehr schön. Wir haben ein Guthaben von 7 Minuten noch und ich würde die Gelegenheit nutzen wollen, wenn es aus dem Plenum Fragen gibt an Frank Schaeffler mit Einverständnis von Frau Dr. Blaschke, dass wir diese Zeit nutzen. Und wenn es keine intelligenten Fragen gibt, dann würde ich sagen, haben Sie doch mal den Mut und stellen Sie mal eine dumme Frage. Herr Schaeffler, eine dumme Frage. Wenn ich die Wahl habe zwischen gutem und schlechtem Geld und ich soll etwas bezahlen und ich kriege die Leistung auch in schlechtem Geld, warum soll ich das Gute verwenden? Ja, weil derjenige, der das Geld entgegennehmen will, auch gutes Geld haben will. Ja. Also es ist ja eine Vertragsbeziehung von zwei Leuten. Ja. Und derjenige will ja auch gutes Geld haben. Ja. Also, dass das gute Geld verdrängt wird, ja, das funktioniert halt nur in Situationen, wo gesetzliche Zahlungsmittel festgelegt sind. Wenn Sie kein gesetzliches Zahlungsmittel festlegen, dann ist mal eine These, verdrängt das gute Geld, das schlechte Geld, das gute Geld eben nicht. Das wäre ja die Situation. Ja, genau, das will ich ja nicht. Ich will ja das gesetzliche Zahlungsmittel abschaffen. Ich möchte kein Parallelgeldsystem, wo es zwei gesetzliche Zahlungsmittel gibt. Dann würde das eintreten, was Sie gerade beschrieben haben, eben, ja, dass das schlechte Geld für den Handel genutzt wird und das gute Geld würde gehortet. Aber das, glaube ich, gilt eben nur in dieser Situation, wo es Parallelwährung gibt, wo beide gesetzliche Zahlungsmittel sind. Das heißt, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses müssten beide Parteien sich schon einigen, mit welcher Währung bezahlt werden muss. Und wenn die schlechte Währung nicht angenommen wird, dann muss eben mit der guten bezahlt werden. So wäre dann die Theorie.